So, es geht weiter mit Fire Emblem, ja. Fast richtig, fast richtig. Es geht weiter mit Titan Quest, nach Ewigkeit mal wieder. Fire Emblem müsste jetzt eigentlich schon zu Ende sein. Halt, ich muss meine Tastatur anders greifen. Müsste jetzt eigentlich gerade so der letzte Part gestern raus sein. Gestern oder vor einer Woche. Du kannst wieder angreifen, das ist... Ah, Hilfe. So. Seid ihr immer noch vergönnt, also... Ja. Ne? Genau, wir müssen die Schriftrolle hier, die da. Die Schriftrolle... Boah, dieses Rumgestocke, das ist echt nervig manchmal. Die Schriftrolle müssen wir in den Tempel von... Moment. In die Schriftrolle, in den Tempel von Pitta bringen. Ich habe mir vorhin nochmal durchgelesen, was die Schriftrolle eigentlich bringen soll. Die Schriftrolle hat anscheinend Informationen in sich, wie man die Verbindung zwischen den Göttern und dem Menschen wiederherstellen kann. Ja, damit hier nicht so der Punk abgeht, ne? Das wäre ganz gut. Könnte ich ein schönes Leben führen. Alter, ist es riesig. Ist zur Hölle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Zur Hölle. Geht's hier drauf? Ah, und ich habe vergessen. Moment. Denn ich habe ja auf meinem tollen... Moment. Drehen. So. Auf einem tollen, tollen Tablet habe ich eine Stoppuhr. Das ist wunderbar. Boah. Was ist los? Spiel. Oh, bitte. Don't do that. Don't. Don't. Was für eine Auflösung habe ich bitte dann? Was denn das für eine Auflösung? Na, ernsthaft, das... So. Ja, jetzt ist wahrscheinlich gerade ein Schnitt drin, aber hey, komm. Keine Ahnung. Dürfte eigentlich nicht daran liegen, weil das ist ja dann eigentlich nur für die... was war es? Für die Kantenglättung? Triple Buffering? Oder halt für die Weichheit? Kann man Weichheit sagen? Oh, die Centurions, die tun glaube ich weh. War das so? Wenn sie zum Angriff kommen. Die erinnern mich so an Spiel, die man von euch, League of Legends. An Renekton heißt er glaube ich. Ja, an das große Krokodil halt. Komischer Gegner, ne? Kann ich nichts gegen ausrichten, manchmal, meistens zumindest. Scheiß Tanks da immer, ey. So, lauter Skorpione. Ey, Skorpione sind auch so widerliche Viecher. Ganz ehrlich. Oh. Die haben doch auch... Gehören die... Boah, Kind. Nimm's doch... What the fuck? Haben die 8 Beine? Ah, die sind so eklig. Ja, ich hasse so kleine Viecher. Oh, Hilfe. Oh, die Maus. Oh, bitte. Die Maus ist echt schrecklich. Wahnsinn. Die ist mir heute runtergefallen beim Zocken und seitdem. Ach, der lebt noch. Ach so, okay. Ich dachte, der ist tot. Warum auch immer. So, hier drüben ist eine Wand. Das ist schön. Da freue ich mir. Oh. Boah, Knochenhaufen. Ich hasse es. Ach ja. Okay. Halt, Fackel an. Okay. Da ist eine Höhle. Da sind Krokodile. Was zur Hölle tust du? Komm, greif an. Danke. Flup. Okay. Ja, das ergibt schon irgendwie Sinn, dass im Wasser keine Feuerexplosion stattfindet. Oh, was ist denn los? Ein Aufseher. Okay. Sprich einfach nur die... Oh, der tut aber weh. Einfach nur die Magier von den Krokodilen.
Krokodilen, Alligatoren ist doch selbe. Ja, Hilfe. Ah, das könnte wehtun. Wieso juckt meine Nase jetzt gerade so? Ah, das ist unangenehm. Was ist los? Das ist nix für mich. Nischt. Ja, komm. Sie tun schon ein bisschen weh, aber pff, mein Gott. Das ist ein bisschen Schaden da. Komm. Ist mit einem Drang weg. So. Gucken wir mal, was hier drin los ist. Gibt's da wieder diese komischen göttlichen Würmer? Nee. Widerwärtiger Verfall. Was ist los? Ey, das ist echt nervig. Ganz ehrlich jetzt. Das ist wirklich nervig. Was zur Hölle? Ich habe eh schon alles runtergestellt. Ah! Ich muss danach erst echt mal gucken, weil das ist... Das ist... Nee, das kann echt nicht sein. Null. Eine Aufnahme nimmt zwar sehr viel Speicher weg, aber das kann nicht sein, dass es so viel ist. So, weil zum Beispiel Skyrim... Es liegt wahrscheinlich daran, dass es so ein altes Spiel ist, okay. Aber Skyrim zum Beispiel geht ja auf höchste, sag's mir, Grafikeinstellungen, schieß mich tot. Mein Computer ist es nicht gerade so schlecht, also, kannst ja auch mal wieder, boah, es ist nervig. Ah, Kinder. Komm, stirb. Stirb. Gehört sie auch so zur selben Gattung wie die kleinen Viecher? Na, kriege ich den Trank? Danke. Hey. Ich glaube, ich beschwere mich jetzt die nächsten 5000 Mal auch nochmal drüber. Aber ey, das ist doch echt unlustig. Was? Achso, ich wollte gerade sagen, warum zur Hölle ist hier ein Raum? Hä? Hallo? Hallo? Da! Dünenräuber. Hä? Okay. Warum zur Hölle sind die grün? Oh, Hyänen. Ich liebe Hyänen. Also, oh, sind so... Die sind so süß. Ja, ich weiß nicht, warum die süß sind, aber sind halt süß. Nix für mich. Schön. Oh. Königliche Truhe. Nix für mich. Uhu. Ein Scheiß, Mann, ein Scheiß. Ach nö. Behindert, ganz ehrlich, behindert. Wow. Ich freue mich ja schon auf das, ja, das ist ganz toll, auf dem Together-Kanal, wo ich auch tätig bin. Mehr oder minder. Da kommt jetzt demnächst auch Titan Quest. War nicht meine Idee. Aber ich habe mich heute zu bereit erklärt, ne? Warum nicht? Kann ich den ganzen Scheiß hier nochmal durchgucken? Ja, eklige Viecher da. Und da freue ich mich dann drauf, weil man ja in königlichen Truhen meistens blaue, grüne Sachen für die anderen Klassen findet. Nicht für die eigene. Da freue ich mich drauf, weil dann kriege ich mal endlich... Schönes Zeug. Ja, okay, ich habe jetzt... Wie viel, ich habe schon ein paar blaue Dinge, habe ich ja, ne? Da, das. Ne? Aber... Mei. Da haben wir auch schon vier, glaube ich, vier oder fünf Stück. Für den Kämpfer, glaube ich, war es alles. Gefunden, ne? Ja, seid ihr Händler? Da draußen ist etwas. Etwas Großes, das durch die Nacht stromert. Man hört von Kamelen, die am Morgen fehlen. Und von Karawanen, die angegriffen werden. Niemand ist sich sicher, was es ist. Aber angeblich lebt es in einer Höhle irgendwo in der Wadjet-Schlucht. Okay. Ganz ehrlich, die Stimme passt doch nicht zum Körper. Boah, Fettsack. Also ey, man kann sie jetzt zwar ein bisschen gehen lassen, aber nicht so. Das geht nicht. Ekliger. So. Hat ihr jetzt die neuen Mobs oder was? Ey, nicht ernsthaft.
Kriegst du den Tod? Ich wollte gerade sagen. Seid ihr jetzt ernsthaft die neuen Mobs? Das ist ja erbärmlich. Ein isolierender Ring, das wird ja eventuell blitzresistent sein. Was? Also isolierend. Jawohl. Hm. 24% Moment. What the fuck? Viel. So. Tippe dich auch noch. Aalhaut. Wund. Was? Ey, ganz ehrlich. Knochenhaufen, der ist mir gerade ein bisschen... Das ist Gold. Ich wollte gerade weglaufen wegen meinem Erfahrungsbuff, aber Gold. Gold ist Gold. Gold ist Gold. Bumm. So, du bist weg, du bist weg. Gesundheitsrang kann kurz liegen bleiben. Ich würde gerne noch Level 20 werden, bevor ich den Part beende. Das denke ich, schaffe ich auch noch. Noch zwei... Zwei, drei? Zwei Erfahrungstrecke. Schön. Könntest du mal bitte? Danke. Ja, das ist eine schöne Erfahrung. Komm, hier waren noch welche. Oh, voll daneben. Ah, das war's jetzt. Da sind die Fetten. Ihr macht's ja nicht mal mir Schaden. Was ist los? Spiel. Oh, lässt ein bisschen nach, hm? Dann kommt nachher wieder ein Endboss, der mich zu Tode tötet. Zu Tode töten, das ist eine interessante Wortwahl. So, da waren die Erfahrungstränke, das wär's ja, wie bei Fable. Ah, das war irgendwie ein bisschen strange. Mit dem... wie war denn das nur? Ganz jemand bei Fable 2 war das, glaube ich, dass man seine Magie, seine Gesundheit und sein Leben, aber Fable 1 war es ja auch, mit den verschiedenen Arten von Erfahrung nicht pullen, sondern hochstecken, hochleveln musste. Und wenn man dann ein bisschen Geld hatte, dann konnte man sich ja total überleveln, das war ja nicht mehr normal. Und das ist noch eine Ecke, aber ich denke mal nicht, dass da irgendwas ist. Ich hoffe es nicht. Wahrscheinlich war da der Quest-Boss. Ich hoffe es wirklich nicht. Und flupp. Alles dort. Alles dort. Nee, ich glaube, der ist in der Höhle hier oben. Hat er ja, glaube ich, auch gesagt, dass der sich in der Höhle eingenistet hat. Jo. Denke ich mal so, ne? Wenn man halbwegs gut kombinieren kann. Oder gar nicht. Dann könnte man sagen, dass der da oben drin ist. Warum habt ihr alle so einen Feuerschlag? Ach so, das ist ein Zauber. So wie meiner, oder? Also der Kreis. Hier findet man ziemlich viel Aalhaut, kann das sein? Ach, das war meine erste. Oh, okay. Oh, 250.000, das ist nix. Das ist gar nix, Mann. Ich hab so wenig Gold. Oh Mann. Zum Beispiel bei dem Stauraumtypen, wo man sein Zeug lagern kann. Die erste Erweiterung kostet ja 10.000, habe ich glaube ich vorhin schon gemacht. Also nebenbei, als ich mein Inventar wieder gecleant habe. Habe ich ja gar nicht gesagt, am Anfang, es war leer, ne? Es war ja im letzten Part noch voll. Die zweite und ich glaube mal die letzte Erweiterung kostet 500.000. 500.000. Das sind 5 und 5 Nullen. Ah, what the fuck? Nein! Lass mich in Ruhe. Achso, ja. Du stirbst gerade, ne? Der war schwer. Der war immens schwer. Das muss ich zugeben, der war fast schon tödlich. Oh, ich habe zwei Fähigkeitenpunkte. Hm? Ah, geil. Brennender Juwelstab, what the fuck? Das ist ja schön. Mit Level Up könnte ich dich dann noch voll machen. Ich will nicht auf dich. Nee, komm. Bist scheiße. Äh.
What the fuck? Ja, super. Ganz toll. Kann ich mich nicht bewegen und, ne? Ach, das ist doch so unnötig. Ganz ehrlich, das ist so komplex, ist das Spiel, das sind auch wieder nicht. Mal immer so. Na wohl, halt. So. So komplex ist das Spiel, das sind auch wieder nicht, dass irgendwie ein Kollege von mir, so er hier zum Beispiel, oder eben Together dann meine anderen Kollegen, dass die irgendwie dauerhafte negative Schadenszauber auf sich haben. Das ist jetzt, also so wird es glaube ich jetzt nicht sein. Wobei es könnte auch sein, dass die irgendwie gerade mit dem Netz gefangen wurden oder sonst was. Verstrickt glaube ich heißt das. Das könnte man wahrscheinlich auch wegmachen, aber hey. Hey. Ja, mach doch mal kurz, ich helfe dir kurz. Achso, ist abgeschlossen, okay. Perfekt. Ich würde doch gerne noch Level 20 erreichen. Also so pro forma. Komm. Komm. Also und ich habe mal gesagt, glaube ich, Level 50 ist das höchste. Also das Maximallevel. Ist glaube ich doch Level 70 gewesen. War es Level 70? Ich habe es irgendwo im Internet gelesen, aber ich glaube es war Level 70. Oh, ich und mein Gedächtnis, ne? Hey, ein Held. Ein Held, der ein bisschen reinhaut in meinen Bewohner. Naja, okay. Dafür war jetzt nicht so schwer. Ich sage ja, wenn man den Bewohner ein bisschen ausgelevelt hat, also ein bisschen eigentlich fast voll, dann ist es hier ein rechter Spaziergang. Also, geht. Geht, geht, geht. Da, die Schatten. Mein Gott. Tolle, tolle Schatten. Was? Was ist das denn? Ist ein grausamer Zackenschwer. Und bumm. Kann ich überhaupt noch irgendwas tragen? Ah. Okay. Oh, Gott sei Dank ist ja mein zweiter oder mein dritter Beutel bei ihr. Du kannst auch wieder mitkommen. Lauf mal dahin. Wozu ist der Eck? Da ist nix. Da ist gar nichts. Warum ist der Eck da? Mann. Da ist auch nichts. Was zur Hölle? What the fuck? Aber mein Lieblingsgebiet kommt ja noch. Oh, ich... Ja, ne? Also ich mag die Wüste, also die Wüste jetzt, sage ich mal, im allgemeinen Sinne, also die das Sandgebiet. Mag ich jetzt nicht so gern. Aber es kommt später noch. Wir laufen eigentlich einmal... Ziemlich komisch. Ah, ist es dann erst im dritten Akt? Ich bin mir gerade... Oh Gott. Als Kämpfer hat man es hier ein bisschen schwer. Oh, ist es erst im dritten Akt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, weil Akt 1 war das ganz normale. Akt 2 ist ja ab der Wüste. Ich bin mir nicht sicher, ob das erst Akt 3 war, wo ich meine... Also wir machen auf jeden Fall einen riesigen Sprung von Ägypten Richtung Osten. Ja, der ist gar nicht mal so klein, der Sprung. Und wo zur Hölle laufe ich gerade hin? Also, scheiße. Der war gut, der war gut. Ach komm, geh du mal ein bisschen spielen, ich schaff das schon. Bin gut. Die Gegner sind scheiße. Komm ich da rum? Ich glaube nicht, nee. Okay. So. Da oben ist nix. Ja, die paar Gegner da, das ist ja... Kannst du mal stehen bleiben? Das ist gar nicht mal so nett. Gegen einen Baum. Wow. Gegen einen Baum. Ernsthaft? Oh Gott. Ich hoffe es.
dass im Multiplayer die Gegner stärker sind, weil das ist ja, ne? Das wäre dann... Wenn die Gegner gleich stark wären, das wäre voll die Verarsche. Volle Kanne. Stirb! So. Aber ich glaube, die sind stärker und es sind mehr, also... Wäre schon cool. Da könnte man eigentlich dann voll leveln. Wenn man zu viert wäre, wären sie dann eigentlich viermal mehr Gegner. Oder zumindest viermal so viele Erfahrungspunkte. Aalhaut! Ah, leck! Und dann kannst du dich eigentlich die drei in die Ecke stellen und der eine haut die alle um. Und levelt dann hoch wie Sau. Das wäre aber lame. Das wäre lame. What? Boah. Alter, ich hab so ein Zeitgefühl wie ein Eber. Wie ein toter Eber. Wahnsinn. Ich habe bei irgendeinem Fire Emblem Part, glaube ich, immer gesagt, dass ich jetzt gerade bei Minute 32 bin. 32, 34, irgendwie sowas. Ich war aber tatsächlich schon über eine Stunde. Gut. War irgendwie leicht verkackt. Das ist echt krass, wenn man aus der Schule draußen ist, dann hat man jegliches Zeitgefühl total verkackt. Aber volle Kanne weg. Hier ist nichts mehr. So, jetzt will ich aber immer noch mein Level 20 erreichen. Und bevor ich da oben in die Höhle dann reingehe, ich glaube, das ist sogar der Weg weiter, oder? Ich habe keine Ahnung. Weil ich endlich gucken will, wie das mit dem Behinderten... Da kam es gerade. Aufs Wort, genau. Ah, da geht's weiter, okay. Ja, mit dem behinderten Stocken, damit das endlich mal aufhört, weil das ist echt... Das ist echt unlustig. Das ist... Euch fällt es vielleicht gar nicht so auf, obwohl... Ist in der Aufnahme, sieht man das? Wenn man es nicht sieht, dann wäre es ja optimal, aber ich glaube, man sieht es trotzdem. What the fuck ist hier los? Dankeschön. Aalhaut. Alter, die lassen echt oft Aalhaut fliegen. Aalhaut liegen. Mit L. Liegen. Dop, dop, dop. Was bringst denn du? Durchschlagswiderstand, Geschicklichkeit, Rüstung. Also eher was für einen... Hilfe. Ja, für einen... Für einen... Oh, wie heißt der? Für einen Bogenschützen. Dam, dam, dam. 1, 2, 3. So, jetzt ist der voll auf Max, der Typ. Type. Ich kann ihn aber nicht beschwören, das ist ziemlich peinlich. So, kommst du mal neu? Jetzt müsste der auf Level 16 sein, genau. Perfekt, und bevor ich hier... What the fuck? Bevor ich hier in die Höhle reingehe, sage ich mal, danke fürs Zugucken. Und beim nächsten Mal hoffe ich, ist das Stockproblem weg. Ich sage einfach mal ja. Gut, dann bis dann, tschüss.